Oh. Was haben wir denn für eine Frage? Eine ganz schön komplexe. Okay. Wie läuft die perfekte Beziehung von Date 1 bis ein Jahr ab? Ja, ist einfach ein richtig geiles Jahr. Also es gibt natürlich keine perfekte Beziehung, aber in einer richtig guten Beziehung ist man nach einem Jahr, ich sehe erstmal immer noch verliebt und natürlich hat man mal vielleicht mal irgendjemand irgendwo angetriggert, aber in einer richtig guten Beziehung sollte im ersten Jahr eigentlich 98% gut sein, würde ich sagen. Das ist ja, was ich immer wieder sage, weil es ist natürlich, sagt man immer wieder, ja, an einer Beziehung arbeiten, aber arbeiten muss man ja nur, wenn es noch Themen gibt oder wenn man sich Themen vorgenommen hat. Aber wenn es richtig passt und auch beide Partner nicht so in der Neediness sind und man so cool ist und man Chemie hat und Kompatibilität hat, hat man einfach ein geiles Jahr. Da muss man eigentlich gar nicht viel zu sagen. Das ist, wenn es läuft, dann läuft es. Ne? Das ist immer nur, wenn es nicht läuft, dass man so anfängt, drüber nachzudenken. Aber idealerweise sollte man, also natürlich hat jedes Paar Themen, aber im ersten Jahr sollte es da eigentlich gar nicht so viel geben. Und von Date 1, ja, also man datet halt und datet und datet und kommt sich immer näher. Und ich sage ja immer, gesunde Beziehungen, die steigern sich ja immer weiter. Ne? Ist ja nicht so, dass die mit dem Dessert anfangen in so einer Fantasiewelt und dann immer beschissener werden, sondern das steigert sich langsam von Date zu Date. Man kommt sich immer näher und sieht sich öfter und vielleicht sieht man auch schon zusammen nach einem Jahr und oder auch nicht, aber also ich merke das immer, wenn Paare in der Paartherapie waren, die durch waren mit ihrem Thema, die wussten gar nicht mehr, worüber sie reden sollten, ne? Da fingen sie an, über das Wetter zu reden und weil es einfach diesen Druck nicht mehr gibt von diesen Triggern und Problemen. Ja, das war's eigentlich schon. Dann können wir nochmal diesen ultra langweiligen Ausblick, weil der hast du schon eingefangen, ne? Ja, sehr schön.